Hi Leute! Na, seid ihr auch noch besoffen? Ich meine, hi! Herzlich willkommen zum wöchentlichen Bibelkreis. Sexy. Ich habe mal wieder keine Mühen gescheut, um für euch neuen erstklassigen Horror ausfindig zu machen. Das geht wieder quer durch Nordrhein-Westfalen. Apropos Bibelkreis. Wenn ich jetzt Ihre Hand berühre, berühre ich sozusagen Ihren Penis! Mir ist ja gerade aufgefallen, ich bin ja seit jeher ein großer Verfechter der Ehe. Und schon viele, viele Jahre mit Horror-Games verheiratet. Einigen ist es wahrscheinlich gerade in letzter Zeit aufgefallen, dass halt etwas los ist. Und ich muss euch an der Stelle leider sagen, ja, die Beziehung ist von Gewalt geprägt. Meinerseits. Aber Freunde, was kann schon spaßiger sein, als drei Horrorgames in einem Video zu vermopsen? Außer mit einem Heißluftballon über die USA fliegen, drauf zu warten, dass man ins Meer klatscht. Das zählt nicht. Herzlich willkommen bei Muschis Kitchen. Die bei Funk würden sagen, das heißt heutzutage Vulva. Your buddy. Your Vulva. Jetzt weiß ich aber auch, warum die sich beim Menü-Hintergrund statt für die Küche fürs Schlafzimmer entschieden haben. Denn das wissen Betroffene immer am besten. Aber ich bin ja mal gespannt, ob der Name Programm ist. So, die Küche ist vollständig gesäubert und wir können endlich nach Hause gehen, sagt Todd, also ich. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, mir ist es auch tatsächlich lieber ein bisschen weniger Küche und dafür mehr Muschis. Ich sollte mit Mitch sprechen, bevor er geht. Sollte ich das, ja? Und danach werde ich mit Veronika in ihrem Büro reden. Und danach werde ich mich auf die Toilette begeben und mich hemmungslos übergeben. Oh mein Gott! Was ist denn los? Boah. Habe ich kurz mal an der Scheuermilch genippt oder was? Oh, hi. Sorry, ich wusste nicht, dass mir jemand in den Nacken starrt. Genderneutrales Badezimmer. Das heißt, alle Geschlechtsidentitäten willkommen. Aber es gibt eine strikte Kleiderordnung. Du musst entweder einen Rock tragen oder gar nichts untenrum. Da fühle ich mich vollständig repräsentiert. Let's go. Nevermind, mir ist der Appetit vergangen. Entschuldigen Sie. Wurden Sie von jemandem beauftragt, mich umzubringen? Wenn nicht, warum gucken Sie mich dann so an? Wir haben die Küche heute ziemlich flott aufgeräumt, oder Todd? Danke, Mitch, dass du es nochmal für mich zusammenfasst. Das hätte ich ohne dich gar nicht mitbekommen. Hey, wenn du meine Autoschlüssel irgendwo siehst, dann lass es mich wissen. Ich kann nicht ohne sie gehen. Mach dir keine Sorgen, du und dein durchsichtiger Kragen, ihr könnt euch auf meine Hilfe verlassen. Okay, alles klar. Ich sollte öfters mal mit Mitch reden. Er scheint irgendwelche Probleme zu haben. Alles cool? Bist du in den Hundehaufen getreten, oder? Er fühlt das Chi, was in diesen Hallen unterwegs ist, Alter. Er lässt sich nicht von seiner kosmischen Reise abbringen. Jo, geh aber nicht ins Bad, Alter. Das ist eine Falle. Okay, Mitch seine Autoschlüssel, ja? Was ist denn hier los? Storage Area. Und die kann man sich dann früh schminken? Oh mein Gott! Oh Gott! Okay. Aha. Ah. Was macht denn der Hebel? Oh Gott, gar nichts. Oh, alles klar. Gut. Ich kann auch flott unterwegs sein, nicht nur Küchen aufräumen. Kriege ich seinen Schlüssel irgendwo her oder kommen wir da später drauf zurück? Ich lasse dich mal einst mit deinem galaktischen Selbst werden. Veronikas Büro. Mit der sollte ich sprechen. Veronika! Der Tod ist da! Oh, wow. So, das ist die Mitarbeiteruniform. Entschuldigung. Geht die Stromrechnung hoch, wenn ich das öfters mache? Oh Gott. Okay, hi. Hi, Todd. Bevor du heute gehst, du musst mit Muschi sprechen. Ich spreche gerne mit sämtlichen Muschis, bevor ich gehe. Falls du es nicht weißt, wir haben eine schlechte Entscheidung getroffen und Muschi entlassen und wollen jetzt unseren Namen ändern. Die Zeiten ändern sich und die Kinder in diesen Tagen finden Muschi irgendwie creepy. Das kann ich verstehen. Vielleicht wartet man, bis es in der Pubertät interessant. Ich kann diese Witze jetzt nicht den ganzen Tag machen, okay? bitte rede mit Muschi. Hilfe! Hilf mir, Alter! Okay, ich habe Abschiedsgeschenk.
im Janitor-Closet, also im Schrank des Hausmeisters. Das solltest du ihm geben, nachdem du mit ihm gesprochen hast. Alles klar. Ich hoffe, es ist eine Packung Merci, Alter. Nichts heitert einen, dessen Leben gerade vernichtet wird, mehr auf als eine Packung Merci. Hast du das gemalt, Veronika? Das hast du aber fein gemacht. Du bist eine feine Veronika. Gut, alles klar. Muschi, zeig dich bitte. Dining Area. Aha, hier wird diniert. Wo ist denn das? Oh, Alter, ich werd besoffen, wenn ich das spiele. Mushiru. Wenn ihr mich irgendwo sucht, Leute, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Ah, der Hausmeister, oder? Janitor's Closet. Warte mal, wer bist denn du, mein Freund? Sprich rasch. Ah, Steve, Alter. Von dir war noch nicht die Rede. Hey, Todd. Du kannst jetzt heute nicht in den Workshop rein. Da arbeite ich an einem neuen Maskottchen. Nenn es doch Pupihol oder so. Ich weiß ihn nicht. Falls du es noch nicht gehört hast, Mushi wird entlassen. Das, ja, ich mag es nicht, dass er gehen muss, aber hey, Zeit für Veränderung. Hab einen schönen Tag, Todd. Du auch, Mr. Latzhose, Alter. Ja, mal schauen. dieser Sitz, Alter. Falls man hier eine kleine Rastpause einlegen muss. Ach, hier, das ist das Geschenk. Ich frage mich, ob er dann böse ist. Darf ich das nehmen? Warte mal, da steht irgendwas. Ich kann's nicht aufnehmen. Hilfe, Alter. Zu Hilfe. Vielleicht muss ich erst mit Mushi reden. Oh mein Gott, das geht mir auf den Sack, diese Tür. Wird sofort die Gönnio. Können die mich auch bitte entlassen, Alter? Ich will nicht in Mushis Schlafzimmer. Wobei. Mushi. Der hat ein Brecheisen, Alter. Und damit wird er mir auch irgendwas brechen, glaube ich. Ey, Kollege. Oh Gott. Ey, Mushi, ich muss dir was sagen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du immer für mich da bist, Mushi, wenn ich dich brauche. Veronika hat mich informiert, dass sie und das Management entschieden haben, dich zu entlassen und der Küche einen neuen Namen zu geben. Ich weiß, das sackt. Aber die Zeiten ändern sich. Warte hier bitte, ich hab was für dich. Ich werde so sterben, Alter. Leute, die nichts sagen. Das ist sogar noch schlimmer, als wenn er irgendwas sagt. Als wenn er heulen würde. So. Aaron, the doors have no colliders. Your friend Omo. Wait, ich kann da einfach... Aha, so sieht's aus. Also ich muss gleich vermutlich wegrennen. What? Mushi? Oh no, also... Oh, der wird wütend, Alter. Der wird die alle umbringen. Das ist komisch. Mushi ist weg. Wo ist Mushi hin? Das sieht ihm gar nicht ähnlich, einfach rauszuspazieren. Der wurde doch entlassen, Alter. Der scheißt auf deine Merci-Packung. Ich sollte nach ihm suchen. Wenn ich ihn nicht finden kann, dann frage ich Veronika um Hilfe. Veronika ist ein Häufchen Gulasch, wenn du mich fragst. Bei ihrem Namen habe ich direkt erwähnt. Mitch... Ist Mushi da zufällig reingegangen? Oh. Okay. Sie lebt noch. Hey, Todd. Und wie hat Mushi die Neuigkeiten verkraftet? Hat er sein Geschenk gemocht? Oh ja, es läuft alles richtig prima, Alter. Und du solltest Personalangelegenheiten immer mir überantworten. Oh Mann, ist der Strom jetzt wirklich ausgefallen? Okay, bring das bitte wieder in Ordnung in der Storage Area. Boah, zum Glück habe ich eine Flashlight dabei, Alter. Nur in Horror Games, TM. So, und zum Glück war ich hier schon unterwegs und weiß genau Bescheid. Okay, der Strom ist wieder an. Ich sollte zu Veronika und ihr sagen, dass der Strom wieder an ist. Nein, dass Mushi verschwunden ist. Okay, alles klar. Wo ist mein Freund? Ich schätze, er hat bestimmt seinen Autoschlüssel gefunden. Warte mal, darf ich mal... Ihr wollt das doch sowieso... Ich will's nicht wissen, aber ihr wollt das wissen. Ihr wollt das sowas von wissen. Toilettentyp. Oh Mann. Ich sitze hier schon seit 30 Minuten. Willst du mich veralbern? Es gibt kein Toilettenpapier hier. Also wenn da jemand draußen ist und mir ein bisschen geben kann... Ich bin in der dritten Kabine. Ich muss nach Hause zu meiner Frau und den vier Kindern, Alter. Dude.
So ein ordentlicher Schiss ist definitiv eine Ausrede. Ich geb dem einfach das Zewa. Oder sind das verschiedene Rollen? Warte mal, wie kann ich denn das auch... Ach so, oh shit. Ah. In der dritten Kabine von wo? Von hier? Ich will aber nicht. Soll ich das aufmachen? Wie kann ich ihm das geben? Das beamt sich hier immer zurück. Ach so, throw. Ah, das habe ich nicht gesehen, sorry. Bitteschön. Das hört sich an, als wäre der in der zweiten. Habe ich mich verlesen? Hier getroffen. Der hat 4 Kinder gemacht. Oh, was zum Arsch, Alter. Immerhin einer, der hier happy ist. Oh, Veronika, wir müssen reden. Okay, gut. Oh Gott. Nein, ich kann das gar nicht glauben, dass das passiert ist. Ey, wirklich nicht, Alter. Ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Ich muss hier raus. Schnell. Mamushi? Oh no! Schnapp dir den, Alter, an dem ist viel dran. Ich muss das Brecheisen holen. Oh, warte mal. Vergreift er sich jetzt an dem? Ich will's sehen, wenn. Digga, du musst nach Hause. Die 25.000 Kinder. Oh Gott. Okay. Ich nehme das Brecheisen. Darf ich das? Danke. Ich weiß nicht, wann der zurückkommt. Steve! Nein, Steve! Nicht den tapferen Steven. Hui, hui. Hui, hui. Muschi, nein. Muschi, aus. Ich war's nicht. Jetzt. Ich geb dir sogar eine Packung Merci, Alter. Toilettenman, wir müssen hier raus. Mushi gone mad. A local man by the name of Todd, who works at the popular Mushi's Kitchen, claims he survived an attack from the legendary aging mascot. Bunhole News. Oh no. Back to you. Hilfe. Hilfe, Alter. Geil. Ich liebe sowas, Alter. Das war sehr schön. Vielen lieben Dank dafür. Machen wir weiter mit Missing Hiker. Fragt euch auch, worum es wohl gehen wird? 11. Dezember 1994. Mein Bruder Ethan ist jetzt seit 24 Stunden verschwunden. Ich würde mal schätzen, du findest ihn im Schlafzimmer von Lady Dimitrescu. Er ist per Anhalter unterwegs zum Red Mountain. Und sollte eigentlich gestern schon nach Hause kommen. Ich bin zur Polizei gegangen. Sie haben gesagt, sie haben gerade nicht die Ressourcen, um die Suche zu beginnen. Ah, haben die wahrscheinlich gesagt, ne? Und dann hast du es selber in die Hand genommen. Dachte ich's mir. Alright. Und wenn du verschwindest, dann geht dein Vater denselben Weg und dann ist irgendwann die ganze Familie einfach fort. Und wer soll sich dann um den Hühnerstall kümmern? Und das Erbe antreten? Die Blumen gießen? Dafür sorgen, dass Obst im Haus ist? Daran denkt wieder keiner. Ihr Egoisten. schön. Naja. Wie lange dauert es wohl, bis mir in 10 Sekunden der Sprit ausgeht? Fragt ihr euch das auch? Ey, im Menübild war eine Tankstelle. Also die muss ich wenigstens noch erreichen. Also so schlimm kann es nicht sein. Eventuell habe ich mein Portemonnaie vergessen und dann geht mir der Sprit aus, weil ich nicht tanken konnte, weil ich halt sehr vergesslich bin. Das wäre doof. Immerhin erinnere ich mich daran, dass ich einen Bruder habe. Habe ich überhaupt einen Bruder? Das wäre der Plot-Twist des Jahrtausends, ey. Sag mal, dieser rote Berg, ne? Wie weit ist denn der fort? Und woher weiß ich, dass er nicht auf dem Weg irgendwo verschwunden ist? Sonntagsfahrer! Du Rabauke, du! Meine Güte.
Ah, guck mal, die besagte Tankstelle. Ich bin sehr froh, auf ein Stückchen Zivilisation zu stoßen. Ich sollte in dieser Gasstation parken und fragen, ob sie meinen Bruder gesehen haben. Ey, yo, haben sie zufällig meinen Bruder gesehen? Ungefähr so groß, männlich, Haare. Nein? Oh, das ist aber schade. Die sind zu nichts Nutze. Gut, ich parke hier. Oh, wow. Okay. Darf ich... Nee, ich würde gerne... Ich würde gerne raus. Ich würde gerne... Mist. Wo soll ich denn parken, Alter? Wo ist der dumme Trigger? Hilfe. Nicht der von Winnie Pooh. Der mit dem R drinne. T-R-I-Doppel-G. Soll ich vielleicht hier neben dem anderen oder hier vorne? Man weiß es nicht. Soll ich hier? Packt er dann automatisch? Oh, thank God. Ich habe ihn hier gefunden. F to use flashlight, habe ich mir gedacht. Gut, perfekt eingepackt. Oh mein Gott. Ist das ein M3? Jesus. Ich glaube, dafür war ich aber recht langsam unterwegs. Ah, den Mercedes, den zieh ich ab, Freunde. Abzieh ich den. Moin. Fühlen Sie sich nicht gestört, wenn ich ihn mit meiner Taschenlampe direkt ins Fressbrett leuchte? Ich suche nämlich nur meinen Bruder. Was kann ich für Sie tun, Sir? Habe ich gerade gesagt, Sie müssen noch mal ein bisschen zuhören. Ich suche meinen Bruder, der ist hier umhergedingst. Der sollte gestern nach Hause kommen und die Polizei sagt, kein Bock. Haben Sie ihn gesehen? Oh, wie sieht er denn aus? Er hat braunes Haar, ziemlich groß, Bart, rotkariertes Hemd. Wollen Sie mein neuer Bruder sein? Ein grüner Rucksack. Okay. Lassen Sie mich eine Sekunde nachdenken. Nein. Oh, ja? Ja, ich habe Ihren Bruder gesehen. Ich glaube das immer nicht. Müssen da Leute drüber nachdenken? Normalerweise fällt einem das doch ein oder nicht. Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn man jeden Tag viele Kunden sieht. Er ist ja gestern reingekommen, hat ein paar Sachen gekauft. Ein bisschen Wasser, Snacks. Haben Sie versucht, ihn zu finden? Haben Sie es der Polizei gesagt? Ja, habe ich, aber Sie sagen, Sie haben nicht die Mittel, um eine Suche zu starten. Sie können das nur machen, wenn eine Person für mehr als 48 Stunden vermisst wird. Okay, das ist also die Voraussetzung. Ich meine, ja gut, der ist halt erwachsen, ne? Der ist hier halt für 24 Stunden nicht unbedingt eine Rechenschaft schuldig. Das ist nicht das erste Mal, dass jemand in dieser Area verschwindet. Oh, da willst du als Tankstellenwärter arbeiten in diesem Gebiet. Zumindest sind eine Handvoll Leute schon hier verschwunden im letzten Jahrzehnt. Die Leute sprechen viel. Ich habe Gerüchte gehört über merkwürdige Schreie und komische Geräusche aus den Wäldern. Wir sollten vorsichtig sein. Oder ich weiß immer nicht, ob sich die Leute dann irgendwie einen Scherz machen und so Gruselgeschichten erzählen. So, weiß nicht. Keine Ahnung, ob ich das machen würde. Vor allem um diese Uhrzeit. Das ist eine Straße direkt hinter der Tankstelle, die zum Berg führt. Stellen Sie sich sicher, dass Sie auf dieser Straße bleiben, sonst gibt es halt Probleme mit den Tieren hier. Ach, die Tiere sind's, ja? Alles klar, ich werde aufpassen. Machen Sie es gut. Verhör out. Alles klar. Kann ich hier noch irgendwas... Nee, ich bin nicht befugt. Mit dem kann ich auch sprechen. Ah. Was hat er zu verbergen, Alter? Der guckt sich diesen Thunfisch jetzt schon seit geschlagenen 5 Minuten an, Alter. Psycho. Was willst du? Ich möchte ein neues Immobilieninvestment tätigen. Sie sehen aus, als könnten Sie mir dabei helfen. Ich suche nach meinem Bruder. Der ist hier verschwunden. Sorry, ich will Sie nicht beleidigen, aber das ist nicht mein Problem. Aber Immobilienberatung kann ich Ihnen anbieten. Sie sollten nicht einfach auf Leute zukommen. Zumindest nicht so. Vor allem nicht hier. Was meinst du? Hey, sieh mal. Ich habe bis ziemlich spät gearbeitet und ich will einfach ein paar Snacks. Du meinst diesen Thunfisch und Bier und dann nach Hause fahren. Zusammen mit deinem Thunfisch, ja?
Ich bin einfach nicht in Stimmung, mit Leuten zu reden, denen ich nicht kenne. Der war's, Alter. Der wird's noch sein. Ich sag euch. Ich verstehe, sorry, dass ich sie belästigt habe. Der Mann braucht dringend Hobbys. Okay, alles klar. Na dann, fahr ich mal mit meinem über 400 PS starken Auto von dannen, weil hier ja keiner ein Rennen mit mir machen möchte. Warte mal, kann ich da nicht fahren? Ich muss doch da nicht zu Fuß Wait, what? Ich kann nicht wieder einsteigen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Moment. Ich habe hier keinen Command. Ich kann nicht fahren? Ach, diese unebene Straße, das kriege ich eh saumäßig viele Steinschläge. Das kann ich mir nicht leisten. So, let's go. Geh mal halt zu Fuß. Habe ich ein Sturmgewehr mit zufällig? Also, weiß nicht. Ich würde in Amerika nachts... Warum ist der überhaupt schon wieder nachts unterwegs? Warum machen das Leute? Gut, das Wetter passt halbwegs. Muss ich aufpassen, dass ich nicht Santas Schlitten umrenne, aber... Gut. Mal gucken. Ich denke, ich soll hier zu Fuß unterwegs sein. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier eine Dreiviertelstunde unterwegs bin. Merkwürdige Schreie, sagst du. Keine Ahnung. Ich höre, wie sich zwei Champignons unterhalten. Aber noch nichts Ungewöhnliches. Oha. Oh, was ist da? Das beleuchtet. Da soll ich hin, ne? Da soll ich mal gucken. Da liegen irgendwelche abgetrennten Gliedmaßen bestimmt rum. Oh, das Zelt von meinem Bruder. Sieht so anders aus. Ich sollte nachsehen. Wie sieht es anders aus? Digga! Wer bist du? Du hast mich geängstigt. Ich hab dich geängstigt? Was? Warum ist denn das so beleuchtet da? Feiert der da drin eine Party, Alter? Warum bin ich nicht eingeladen? Ich bin hier nicht der für Erklärung verantwortlich ist. Ich hab ihnen Angst gemacht. Ich hab fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ja, was wollen sie denn? Ich hoffe, sie sind nicht so eine Art Perversling. Doch, ich möchte jetzt sofort mit ihnen schlafen. In ihrem Disco-Zelt. Nein, bin ich nicht. Ich suche nach meinem Bruder. Der war hier unterwegs. Haben Sie ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Ja, Sie sitzen ja auch im Zelt. Also, klar, ne? Warten Sie. Sie möchten nicht mehr wissen, wie er aussieht? Hey, ich bin einfach nur ein Typ, der hier unterwegs ist und so im Zelt schläft, in einem weißen Hemd. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich habe niemanden gesehen seit Tagen. Ey, die Tankstelle ist nur 50 Meter entfernt. Ich, just saying. Verstehe. Planen Sie tiefer in den Wald zu gehen? Ja, mache ich. Ich suche hier das ganze Gebiet ab. Ich hoffe, ich kann meinen Bruder finden oder zumindest seine Spuren. Du denkst jetzt wahrscheinlich, ich bin high oder so. Aber letzte Nacht habe ich mein Zelt ein bisschen weiter nördlich aufgeschlagen. Ich habe komische Geräusche gehört aus diesen Wäldern. Hat sich angehört wie ein Kind, was geweint hat, aber ich habe nichts gesehen. Das hat mir Angst gemacht. Vielleicht war es ein Kryptid. Ah, natürlich, ein Kryptid war es. Klar, wäre jetzt meine nächste Vermutung gewesen, tatsächlich. Ein was? Hey, hör zu. Do you carry what? Was meinst du? Ich rede über ein Stück, weißt du? Hast du was bei dir? Ah, something for protection. Eine Pistole oder so? Nein, habe ich nicht. Dann sollten sie überhaupt nicht hier sein. Es ist zu gefährlich, tiefer in die Wälder zu gehen, vor allem bei Nacht. Aber ich werde sie nicht aufhalten. Ich möchte jetzt einfach nur schlafen. Bei helligstem Tageslicht. Okay, eine Sache noch. Creepen Sie sich nicht an Zelte ran in der Nacht. Ich hätte sie fast erschossen. Okay. Ich bin froh, dass sie es nicht getan haben, weil irgendwer muss die Blumen gießen und sich um den Hühnerstall kümmern. Dankeschön, dass sie mein Familienerbe bewahrt haben. Alles klar. Sollte ich die Straße weiterlaufen oder? Keine Ahnung, wahrscheinlich schon.
Der Typ, Alter. Es wäre geil, wenn ich jetzt weggehen würde und ich hörte einfach so übelste Techno-Beats aus diesem Zelt. Und so Gekreische von irgendwie Girlies. Naja. Wollen wir mal. Ich warte noch auf diese merkwürdigen Sounds. Müssen ja mal irgendwann kommen, ne? Aber der Scare hat mich auf jeden Fall gut erwischt. Es war zumindest nicht das Zelt von meinem Bruder. Deswegen sah es so anders aus. Als ob er der Einzige ist, der auf so einem Wanderpfad. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich links und rechts irgendwie was verpasse. Zum Beispiel so einen obligatorischen Kryptiden oder irgendwie sowas. Ne, ihr wisst schon. Ich soll mir auf dem Weg wahrscheinlich dezent in die Hose machen. Aber ich sag's euch, ich als alter Horrorveteran, das funktioniert nicht. Da muss doch schon ein bisschen auffahren hier. Weinen die Kinder, Alter. Komm. Lass euch mal was einfallen. Ich bin ready. Es wird ziemlich kalt. Ich sollte mein Zelt aufschlagen. Das klingt interessant. Ich dachte, ich werde jetzt hier einfach gescared. I should set up my tent on the left side of the road. Okay, hier so. Hier sollte ich es aufschlagen. Wo jetzt genau? Hier. Oh mein Gott. Meine Finger sind taub. Es ist schwer, das Zelt aufzubauen. Du hast auch gar nichts mit, ne? Keine Handschuhe, keine Gun. Du bist in Amerika, warum hast du keine Gun? Press E to enter. Oh, das finde ich so interessant, dass man jetzt auch in dem Zelt... Kann mich nicht bewegen. Es ist kalt, aber ich... fange an einzuschlafen. Ey, nach den Geschichten würde ich das nicht machen, ey. Sorry, Bro, ich konnte dich nicht retten. Es war zu gruselig. Ich glaube, ich habe jemanden schreien gehört. Keine Ahnung, ob ich mir das eingebildet habe. Es war ganz, ganz leise. Ich muss nachsehen. Es könnte mein Bruder sein. Natürlich. Der schreit seit 24 Stunden, Alter. Wohnen? There's a light deeper in the woods. Das könnte mein Bruder sein. Es kommt von da. Ein Licht? Oh, da unten! Oh, das ist schon gut gemacht, das Spiel. Das mag ich. War das nicht einfach so generisch? Du gehst rein, kriegst einen Scare oder irgendwas verfolgt dich. So, und so richtig mit Zelten und so, weißt du? Da liegt bestimmt eine Lampe und niemand ist da oder so. Vielleicht finde ich auch Blutspuren. Ich bin gespannt. Das passiert hier alles im Umkreis von 100 Metern, ey. Die Ereignisse überschlagen sich. Ist das eine Hütte? Das ist doch ein kleines Häuschen. Warum? Oh oh. Warum leuchtet es denn alles so krass von selbst? Der Schnee wird auch dichter. Der Rucksack von meinem Bruder. Er muss hier gewesen sein. Komisch, der ist komplett leer. Nichts drin. Ja, sonst... Also, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Also, dass irgendwas passiert ist, wenn ich diese gruseligen Geschichten und Schreie höre. Also, ich finde das sehr naheliegend. Aber vielleicht hat man auch keinen klaren Kopf, wenn es sich dabei um ein Familienmitglied handelt. Gut, ich gehe mal rein. Boah, das ist eine richtig gute Idee. Gute Idee einfach. Mr. Kryptide. Wohnen Sie hier? Ach, gemütlich, Alter. Was gibt's denn, mein Bruder? Oh, das ist bestimmt das Bild von meinem Auto und von meinem Zelt. Ich würde so rennen. Oh mein Gott. Digga, der hat drei Räume in seinem Häuschen. Und eins davon muss halt einfach als Folterkeller herhalten. Da wurden die Prioritäten gesetzt, meine Damen und Herren.
Sagst du da gar nichts zu? Oh mein Gott. Ey, das ist mir jetzt zu ruhig hier. Also hier kommen auf jeden Fall die Schreie her. Er gibt keinen Kommentar ab. Dein Körper wurde nie gefunden. Och, Manno. Die armen Hühner. Na toll. Damn. Das war's dann doch, Alter. Da musste man dann schnell zum Ende kommen. Okay. War kein Kryptid, Alter. Das war Harald aus dem aus dem Bibelkreis. Der geht seinem Hobby nach, Alter. Der ist Jäger hauptberuflich. Nur mit Tieren hat das nicht so. Missing Hiker war das. Sehr gut, sehr gute Scares. Hat mich extrem krass an Fears to Fathom erinnert. Also der Artstyle, die Art es zu erzählen, die Scares. Das war ziemlich nahe da dran. Fand ich immer gut. War ein nettes kleines Spiel, muss ich sagen. Okay, einmal spritzel ich noch, Leute. Herzlich willkommen bei Rootman. Der Mann, die Wurzel, das Vergnügen. Ist ein kurzer Prototyp, hat er mit seiner Frau in 48 Stunden gemacht. Ja gut, warum eigentlich auch nicht? Weißt du, die einen machen Babys, die anderen Prototypen für Horrorgames. 26. Oktober 2005. Die Welt hält den Atem an. Noch immer versetzt der Schokoriegeldiebstahl die Stadt in Angst und Schrecken. Und nur ich, meines Zeichens Abgeordneter des 46. Polizeidepartements, kann die Faust der Gerechtigkeit schwingen lassen und Ordnung zurück auf diesen Planeten bringen. Hallo? Ich suche meinen Bruder. Haben Sie den gesehen? Der hat einen grünen... Ach nee, falsches Spiel. Sorry. Sweet. Open up. Now. Öffnen Sie auf, Alter. Die Polizei, Alter. 46. Dingens Department. 2005, Alter. Komm, wir haben nicht ewig Zeit. Wir müssen rasch in die Zukunft. Da gibt's bessere Handys. Oh, wow. Okay, hier ist Selbstbedienung. Mrs. Cecil, es tut mir so leid, was mit Ihrem Mann geschehen ist. Machen Sie sich keine Sorgen. Verlassen Sie sich auf mich. Ich werde den Schuldigen ausfindig machen. Wir müssen ganz schnell in die Zukunft, Leute. Ich hab's gesagt. Sieht aus wie das Telefon des Besitzers. Das habe ich ihm an der Frisur angesehen. Okay, 2005 ist es noch legitim, das zu haben. Ist okay. Oh. Oh, fuck. Wir haben gekocht, wie ich sehe. Ich sage da jetzt nichts dazu. Das müsst ihr mit... Das macht ihr schön mit euch alleine aus. Die haben überall ihre Mikrofone, Leute. Die hören zu. Was ist das? Root Idol. Look scary. And creepy. Was macht das? Sieht gruselig aus. Ja. Zusammengebundenen Haufen Stöcke haben mich schon immer in Angst und Schrecken versetzt. Aber die Schreckensherrschaft wird nun vorbei sein. Wo können wir denn sonst noch hier hin? Entschuldigung. Oh. Verstehe. Wie sieht es da aus? Naja. Kapiert. Nee, gut, dann ist eh in 5 Minuten Feierabend. Von daher, warte mal, wenn ich ein Schlüssel wäre, wäre ich doch bestimmt in dieser Schlüsselschublade in der Küche. Oh ja. Danke sehr. Ich höre was. Es könnte der Eintopf sein. Gut. Da wahrscheinlich nicht. Also gehe ich mal hier lang. Hallo? Entschuldigen Sie, Polizei. Der Haufen Stöcke möchte Anzeige erstatten wegen Freiheitsberaubung. Haben wir da? Eine Notiz. Gestern im Wald habe ich einen merkwürdigen Haufen von Stöckern gefunden. Warum habe ich das mit reingebracht? Er will es jetzt zurück. Wenn du das liest, dann nimm es nicht in die Hand. Oh. Ups. Oh. Hoppa. Hoppala. What? Was ist das, mein Pieper? Was, wo, wie, au. Oh mein Gott. Wait, was war das? Hallo? Was hat gepiept? Verdammt, Alter. Habe ich Chicken Wings im Ofen? Ich weiß nicht.
Passiert hier irgendwas? Soll ich es nochmal in die Hand nehmen? I like to live dangerously. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll oder was jetzt von mir erwartet wird, aber Jesus ist mit diesem Haushalt. Man sieht die fromme Christlichkeit in jeder Ecke, Freunde. So, gut. Ich habe eine Flashlight. Und ich werde sie benutzen, Alter. Ich werde alles flashen, was nicht nied- und nagelfest ist. Was ist denn mit diesem Schrank? Ja, also viel mehr Räume gibt's hier nicht. Ey! Möchten Sie Ihren Haufen Stöcker zurück, oder? Ich habe einen Motor angelassen. Das Klima ist mir auch egal, ne? Okay. Wenn ich eine Geheimtür wäre, wo wäre ich versteckt? Lieber Kommentar. Oh, ich kann hier drum rum. Verstehe. Oh, warte mal. Was ist das hier für ein Raum? Kann ich da rein? Der ist einfach komplett leer. Alles klar. Glücklicherweise hat den Sessel da irgendwie vorgefetzt. Und nicht auf die andere Seite. Das ist schon sehr praktisch. Ey, alles klar spielen, ne? Du heißt Rootman. Du musst mir jetzt noch ein bisschen was, hier die Wurzel des Übels irgendwie nahe bringen. Sonst bin ich ein bisschen enttäuscht von dir, muss ich sagen. Do not take it in your hands. Hallo? Also es gibt hier gar nicht so viel an... Oh, warte mal, das Handy hat geklingelt. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich bin so dumm, Alter. Ich breche jetzt seinen Rekord in Snake, Alter. Als Strafe. Hallo. Ja, was ist denn da jetzt? Wie kann ich ihn weiter... Oh! What the heck is going on? Oh, zu viel Wurzel, zu wenig Vergnügen. What? Verdammt, wo habe ich die Heckenschere gelassen? Ich gehe mal hier weiter. Nee, jetzt beunruhigt mich, dass das offen ist. Oh mein Gott, oh Gott! What? Das ist nur ein Demo-Prototyp, ja, die hast du gesagt. Das Ende war die Idee deiner Frau. Ich komme dir auf die Schliche, Alter. Ich, meines Zeichens. Abgeordneter vom 46. Police Department. Alles klar, Freunde. Das war Rootman, Alter. War mir ein großes Gesamtvergnügen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gemundet. Wenn, dann lasst mir einen leckeren Daumen nach oben. Da würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Your Buddy. Vulva.